im schweizerischen Umfeld und Eisenbahn, da sind sehr hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit. Und deshalb mussten wir sehr stark auf Sicherheit auch achten. Aufgrund der Anforderungen, die uns die Rätische Bahn übermittelt hatte, gab es für uns eigentlich nur eine Lösung. Mit Citrix kommt alles aus einem Haus, es wird integriert und wir können so viel schneller und einfacher die Implementation durchführen. Also ein normaler Projektablauf bei dieser Größenordnung, sagen wir rund 1000 Geräte, braucht es in der Regel 6 Monate Vorbereitung und 6 Monate Rollout, also 12 Monate. Und wir haben das Ganze mit der Citrix-Technologie auf rund 5-6 Monate zusammengeschrumpft. Eigentlich sind es nur 3 Produkte, die man dazu braucht. Das war einerseits die Xen Desktop Platinum Edition, wo wir wirklich sehr schnell alle Arten von Desktops und Applikationen bereitstellen können. Dann Netscaler ganz klar als Sicherheit für den Einstieg. Und in zweiter Phase kam dann die ganze Mobilität mit Xen Mobile dazu. Wir sehen die Stärke in Xen Mobile Enterprise darin, dass wir eben nicht nur einfach ein Device managen können, sondern dass wir wirklich vom Endgerät den ganzen Weg bis ins Data Center kontrollieren, einrichten und steuern können. Wenn wir eine Mobilitätsstrategie betrachten, dann ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass der Endbenutzer das sehr einfach handhaben kann. Citrix Xen Mobile bietet genau diese Funktion, dass wir mit dem Works Home einen sogenannten Single Point of Entry haben. Er macht eine Applikation auf und die komplette Rätische Bahninfrastruktur steht ihm zur Verfügung. Wir sind überzeugt, dass wir die vielen Anforderungen im Bereich Mobilität, die gerade ein Eisenbahnbetrieb mit sich bringt, nicht mit einer Device-Management-Lösung abdecken könnten. Diese Flexibilität in der Citrix-Lösung und können so fast alle zukünftigen Anforderungen relativ schnell abdecken. Wir können an jedem Punkt Lösungen bringen, sehr kreativ umsetzen, so dass der Kunde genau das bekommt, was er sich wünscht. Und da macht Citrix eine sehr visionäre und strategische Arbeit.